Alltag und Routine auf Deutsch. Alles läuft gut. Es ist immer etwas los. Alles läuft gut. Es ist immer etwas los. Ich bin immer ziemlich beschäftigt. Ich bin immer ziemlich beschäftigt. Ich führe ein ziemlich hektisches Leben. Ich führe ein ziemlich hektisches Leben. Ich habe immer etwas zu tun. Ich habe immer etwas zu tun. Ich habe ziemlich viel Stress. Ich habe ziemlich viel Stress. Die meiste Zeit habe ich alles mehr oder weniger unter Kontrolle. Die meiste Zeit habe ich alles mehr oder weniger unter Kontrolle. Ich mache früh auf und gehe spät ins Bett. Ich wache früh auf und gehe spät ins Bett. Ich stehe früh auf und gehe spät ins Bett. Ich stehe früh auf und gehe spät ins Bett. Morgens geht es immer ziemlich hektisch zu. Morgens geht es immer ziemlich hektisch zu. Morgens lasse ich es gerne langsam angehen. Morgens lasse ich es gerne langsam angehen. Ich habe einen langen Arbeitsweg. Ich habe einen langen Arbeitsweg. Ich brauche 1,5 Stunden zur Arbeit. Ich brauche 1,5 Stunden zur Arbeit. Ich bringe die Kinder zur Tagesmutter. Ich bringe die Kinder zur Tagesmutter. Ich bringe die Kinder in den Kindergarten. Ich bringe die Kinder in den Kindergarten. Ich fahre früh von zu Hause los, um den Verkehr zu vermeiden. Ich fahre früh von zu Hause los, um den Verkehr zu vermeiden. Der Zug ist meistens voll. Der Zug ist meistens voll. Der Zug ist meistens verspätet. Der Zug ist meistens verspätet. Ich esse gewöhnlich in der Kantine zum Mittag. Ich esse gewöhnlich in der Kantine zum Mittag. Ich esse gewöhnlich am Schreibtisch zum Mittag. Ich esse gewöhnlich am Schreibtisch zum Mittag. Ich esse gewöhnlich im Büro zum Mittag. Ich esse gewöhnlich im Büro zum Mittag. Mittags esse ich immer meistens nur ein Butterbrot. Mittags esse ich meist nur ein Butterbrot. Mittags versuche ich aus dem Büro rauszukommen, aber ich schaffe es nicht immer. Mittags versuche ich aus dem Büro rauszukommen, aber ich schaffe es nicht immer. Oft komme ich spät nach Hause. Oft komme ich spät nach Hause. Ich habe nicht viel Zeit für mich. Ich habe nicht viel Zeit für mich. Nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben, bleibt vom Abend nicht mehr viel übrig. Nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben, bleibt vom Abend nicht mehr viel übrig. Nachdem wir gegessen haben, bleibt vom Abend nicht mehr viel übrig. Nachdem wir gegessen haben, bleibt vom Abend nicht mehr viel übrig. Oft hocken wir uns noch vor dem Fernseher. Oft hocken wir uns nur noch vor dem Fernseher. Wir sehen uns vielleicht einen Film an. Wir sehen uns vielleicht einen Film an. Unter der Woche gehe ich nicht oft weg. Unter der Woche gehe ich nicht oft weg. Ich gehe einmal in der Woche ins Fitnessstudio. Ich gehe einmal in der Woche ins Fitnessstudio. Ich habe mit Salsa
angefangen. Ich habe mit Salsa angefangen.